Ja, meine Lieben, ja, da sind wir wieder, ne? Das sieht nicht so gut aus, also muss man ganz ehrlich sagen. Wir werden jetzt ja ganz schön von den Nimbuloiden waren es, ne? Die machen uns ganz schön fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen auch sagen, aktuell dafür, dass sie irgendwie mit allen Krieg führen, haben die auch die stärkste Flotte, was mich sehr nachdenklich stimmt, muss ich ganz konkret sagen. Also, das ist ja schon ziemlich krass, was hier abgeht. Aber wir schauen mal. Vielleicht überleben wir es ja noch ein bisschen. Ich versuche mich jetzt ja so ein bisschen zurückzuziehen zumindest. Also gucken wir mal. Oh Gott, was ist denn jetzt hier? Ja, ich will mich nicht anlegen, ne? Falls das jetzt das Problem ist. Also, wartet mal, Leute. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss mir jetzt ja. Smorogasch ist hier. Ne, da wollte ich mich ja ex bewusst in den Allgäu zurückziehen, ja. Das war ja schon mein Ziel. Also einfach nur für den Fall der Fälle. Nee, jetzt fliege ich in die falsche Richtung. Nee, nee, ich hatte ja schon gesagt, also. Nee, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Nee. Wir machen das nochmal. Das ist schon richtig da, wo ich bin. Genau, ich wollte jetzt versuchen, jetzt. Ich muss einfach da reinkommen. Das ist immer so. Also, ne, logischerweise mache ich ja mal zwischen den Aufnahmen, also nicht nach jeder Folge, aber mache ich ja auch mal ein bisschen Pause, mal ein paar Tage und sowas. Da muss man erstmal reinkommen. Nee, stimmt ja. Ich wollte ja versuchen hier Smorogasport, Schmacki, da irgendwie noch zu retten. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Wir gucken mal. Ich meine, werde ich angegriffen? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, ne? Na klar, greifen die mich an hier, oder? Nee, gerade machen sie nix. Und dann drauf da, solange die jetzt noch rumstehen, ne? Muss man ja nutzen. Ah, schön, okay. Gut, 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 gut. Der eine Planet da unten gehört schon mal uns. Das heißt jetzt hier, müssen wir im besten Fall versuchen. Die haben sich da wieder, die haben sich da niedergelassen. Das ist natürlich ungünstig, das will ich eigentlich gar nicht. Ich habe gerade aktuell zumindest keine, wie soll ich sagen, also kein Invasionsmodul oder kein, ja, also kein Kolonisierungsschiff, muss man ja ganz konkret sagen, was ein Problem ist. Ich will mal was versuchen, was mich jetzt mal interessiert. Wenn ich da jetzt nahe noch rankomme, ne? So. Oh Gott, oh Gott! Okay, ich merke schon, ich habe gerade andere Probleme. La 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 la, ich flieg mal dahin. Niemand wird mir was antun. Nein! Ich flieg mal ganz nach außen. Alter, wie weit könnt ihr denn schießen? Was sind das für Waffen? Das ist ja unmenschlich hier. Okay. Ja, das Ding ist verloren. Ist ja, komm, scheiß drauf. Ah, okay, es passieren nochmal gute Dinge, ja. Warten, Sachs. Okay, ich muss erstmal jetzt hier. Habitat. Ich versuche jetzt ja die. Das Allgäu-System. Ja, mach was er wollt, ist mir egal. Für mich ist wichtig einfach nur, dass ich meine letzten 10 Planeten irgendwie am Leben erhalte. Können wir mal mit denen reden? Können wir nicht einfach irgendwie mal wieder Frieden schließen? Die Nimuloiden sind bereit zu kommunizieren. Peace. Oh! Dankeschön! Ach, es gibt noch. Es gibt noch, weiß ich nicht. Es gibt scheinbar noch irgendwie ein gutes Schicksal, was mir bevorsteht, ja. Wunderbar. Gut, haben wir das erstmal erklärt. Das heißt, wir können. So, Pulveran-System. Trotzdem würde ich es jetzt ehrlich gesagt vermeiden, muss ich ganz ehrlich sagen, hier groß irgendwie noch Sachen einzunehmen. Zumindest aktuell. Weil die Nimuloiden, die müssen erstmal. Ich weiß nicht, die müssen erstmal vernichtet werden. Das Gute ist ja, die Abrils sind ja auf meiner Seite. Also vielleicht kann ich die Abrils dazu bringen, dass sie sagen, ganz ehrlich, die Nimuloiden, die sind mittlerweile ein bisschen zu stark geworden. Ne? Also dieser ganze Dampf hier oder sowas, ne? Dieser ganze Rauch, Schall und Rauch um nichts, das ist nicht gut für die Lunge. Ja, wollen wir die nicht mal vernichten? Ah, die sind schon im Krieg mit denen. Ja, gut, dann ist gut. Aber die Duptaks können mal hier, ne? Die halten sich immer raus hier. Research. Agentur auf der Pulveran. Das ist egal. Ah, die Abrils sind nicht gut, schlecht für uns, sind gut für uns. Es ist gut, dass wir gerade so starke Verbündete haben. Ich
Das hier nehmen wir noch. Ja, Allianz mit den Abrils. Wir versuchen es ja immer wieder, aber sie lehnen unsere Angebote ab. Wir verstehen nicht warum. Wir sind doch so glaubwürdig und so nett. Würdet ihr... Ah, die sind auch im Krieg. Ah, endlich. Jetzt sind sie im Krieg, nachdem ich 20.000 Mal gesagt habe, hier kämpfen wir gegen die. Boah. Na gut, aber... ja, ihr, ne? Müsst uns noch einen Gefallen dafür tun, oder... ich habe dafür einen Gefallen frei bei dir. Ja, das ist gut zu wissen. Also, das ist gut für dich, aber ich werde natürlich so wie du auch, oder wie eure Rasse auch, ne? Schön lügen und im besten Fall euch in den Rücken stechen, oder... Was auch immer ihr da habt, neue Rückenflosse, keine Ahnung. Ja. So, gibt's sonst noch jemanden hier? Allianz? Nee. Gut. Habe ich die auch so ein bisschen gegeneinander aufgebracht? Mein Ziel ist erreicht, scheinbar. Das ist meine einzige Lebensbestimmung, die Leute gegeneinander aufzubringen hier. Was? Oh nein! Was? Die Kambutschka planen eine Schleichattacke auf dich. Am besten erklärst du ihnen den Krieg. Die wollen wir also in den Rücken stellen. Die Kambutschka. Die hier. Ist ja natürlich, ich weiß jetzt gar nicht, waren die stark? Ich weiß gar nicht. Also wir sind ja aktuell mit den Nimoloiden befreundet. Das ist ganz gut, wenn wir uns jetzt in dem System hier aufhalten zumindest, haben wir die Chance zumindest von denen beschützt zu werden. Ja, ich bin ganz auf deiner Seite. Komm, lass mir mal Krieg erklären hier. Ist da, gibt's da irgendwas anderes, nobler Freund? Nee. An dem Luise eben nicht auf unserer Seite. Ich wollte jetzt Allianz eigentlich. Aber das wollten sie nicht. Kambutschka, komm. Ah, okay. Ja, von wegen, ja, lügt mich an. Die haben sofort mein Friedensangebot wieder angenommen. Aber ist okay, weißt du, vernichtet euch erstmal gegenseitig hier. Ich habe ja gesagt, ich will mich jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten. Nee, ich hab halt Scheiß! Nein! Och man, ich hab mich verdrückt. Scheiße. Ugh. Aber weißt du was, ist ja halt gar nicht so verkehrt, ne? Wir müssen das mal positiv sehen. Die Aktron, das ist scheinbar irgendwas Gutes. Mal gucken, was das Ding macht. Kostet wahrscheinlich ein bisschen Energie diesmal, oder? So, Generator ist es nicht, Engine ist es nicht, Scanner ist es nicht. Deactron, High-Tech Activate Defense Switch Defects Attacks and Uses Appropriate Countermeasures. Ja, 4 Power braucht es, Strength ist aber 3. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Können wir ruhig mal ein bisschen aufbauen. So, Recaller, was ist denn das für ein komischer, für eine komische Orgel hier? Ja. Erstmal gucken. Sorry Leute, jetzt muss ich hier wieder Recaller. Ich will mal gucken, ob das irgendwas Gutes ist. Es gibt so viel Spezialdinger. Es wäre natürlich viel einfacher, wenn das mal im Spiel drinstehen würde, aber das geht leider nicht. Recaller. Wo ist es denn? Kann doch gar nicht so. Recaller. Instantly brings your ship to its home system. Oh ja, das ist eigentlich nicht schlecht, also für den Fall der Fälle. Da kann ich die lieber, sag ich mal, in mein Heimatsystem zurückdumpen, ne? Und nehmen wir natürlich zweimal davon, damit wir einfach schnell durchkommen. Sacrificial Orb kennen wir auch noch nicht, aber ich denke mal, der Name sagt schon alles, ne? Wahrscheinlich können wir uns mal irgendwas opfern, damit wir irgendwas anderes aufrechterhalten können. Na, wo haben wir's? Sacrificial Orb. Repairs damage to the target ship by transferring the damage to your ship. Achso, okay. Ich kann ein anderes Schiff reparieren, aber mein eigenes Schiff nimmt Schaden, ja. Nett, aber will ich nicht. Plasma Coupler. Ich sag mal, was habe ich denn hier alles jetzt dazu gewonnen? Also es ist gar nicht so schlecht, mit den Dubtax hier zusammenzuarbeiten, weil ich kann immer schon der ihre Sachen stehlen. Das passt eigentlich ganz gut. Oh, Plasma-Counter. Wo haben wir es denn? Dumm-di-dumm-di-dumm. Lalalala. Ich find's nicht. Facebomb ist es nicht. Oder ist das jetzt. Nee, das ist schon ein Spezialding. Also ist ja unter
Special angegeben. Es tut mir leid, wie gesagt, aber das ist halt ja so viel. Also ich habe es extra schon ausgedruckt, habe es auch extra so klein wie möglich ausgedruckt, dass ich dann auch nicht immer hier 20.000 verschiedene Blätter durch blättern muss. Plasma-Coupler finde ich gerade nicht. Plasma-Coupler. Allows a ship to beam some of its power to another ship. Ja, das ist schon geil, ne? Ist schon echt geil, aber wir brauchen jetzt mal hier nochmal zwei davon und zwei davon. Also für den Fall der Fälle, ne? Wir müssen ja einfach Hyperway. Was sind denn das für schöne Dinger hier? Oder sonderbare Dinge, wo er, aber. Wir dürfen natürlich nicht jetzt unsere Van Creek Hyperslicer. Eieiei. Ja. Vielleicht, also einfach nur Plasmatron. Was ist das für eine Dildo-Kanone? Ich hoffe, die ist stark. Das ist wahrscheinlich die, die so extrem, also weil die hat so ein langes Rohr, ne? Ja. Was soll ich sagen? Die hat ein langes Rohr und wird wahrscheinlich ziemlich weit schießen können. Das ist aus dem Kontext geschnitten, klingt das wahrscheinlich sehr sonderbar, aber es ist ja so, ne? Müssen wir mal gucken. Das würde ja. Mich würde einfach interessieren, was wir hier haben. Also, Plasmatron. Fires Bolts of Superheated Plasma. Power 2, Number of Uses 1, Strength ist 4. Okay, Range ist aber relativ hoch, ne? 100. Wie auch immer das gemessen wird, aber auf jeden Fall ist es schon gut. So, was haben wir denn noch nicht für einen Käfer? Ich meine, es gibt noch viele Käfer. Dung Beetle haben wir, Stack Beetle haben wir, Hercules Bug. Was gibt es noch so für Käfer? Also jetzt, wo man sagt so, machen wir mal Grasshopper One. Ich weiß nicht warum, aber schreibt man das so? Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich jetzt das völlig falsch geschrieben habe, aber ist ja auch völlig wurscht hier. Ja, schließlich bin ich jetzt hier nicht, um eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen. Da können auch mal ein paar Fehler ja, eingebaut werden. So, Hyper Power Plant. Gut. Wir sind da angelangt. Das heißt eigentlich nur abwarten. So, warten, Sachs. Das wächst auch bald, das ist gut. Oh nein, was wollt ihr mit? Seid gute Freunde und erklärt den Kombutschka den Krieg. Würdet ihr dies tun? Boah, von mir aus. Ja. Da habt ihr es also. Die Bakaputschka, die, ich glaube, die Linke ist jetzt richtig an den Kragen, oder? Und die Kapelons sind bald ausgelöscht. Okay, also es könnte jetzt bald wirklich passieren, dass sie sich ein bisschen. Dass ja alles ein bisschen ausgedünnt wird. Das ist ganz gut. Also es gibt noch Chancen für mich. So, jetzt haben wir mal hier. Schön, was können wir noch bauen, Feines? Haben wir schon ein Oberflächenschild? Eigentlich nur eins. Dann machen wir noch ein zweites hin, auf jeden Fall. Okay, aktuell passiert tatsächlich auch nicht so viel, das ist doch mal gut. Es muss ja nicht immer extrem viel passieren, ja. Und natürlich werden wir die Sachen miteinander verbinden, über verbinden können. Das heißt, wir bauen eine Logic Factory. Aber was mich interessieren würde, ist die permanent schlechter? Das würde mich interessieren. Ist die permanent viel schlechter als beispielsweise, ja, zum Beispiel der Hydroponifer. Der macht 100 und Logic Factory 80. Also etwas schlechter, aber bedient halt zwei Sachen auf einmal. Also. Warum sollte man das nicht bauen? Das ist halt so die Frage. So. Ja, was baut man jetzt hier noch so groß hin, ne? Also vielleicht ein Oberflächenschild. Keine Ahnung. Wo das auch so eine. Wenn das hier verloren geht, da weine ich auch nicht drum, ja, ganz ehrlich. Also. Ah, gut. Jetzt haben wir. Jetzt können wir endlich Gigantic Ship Hull bauen. Das ist schon mal gut. Hyperfuel. Was ist denn Hyperfuel? Das ist. Hyperfuel. Ja, werden wir dann sehen. Das wird wahrscheinlich was fürs Schiff sein. Gehe ich mal von aus. Kommt da noch was nach? Ja, kommt noch. So. Da brauchen wir aber wieder ein Habitat. Das ist ganz wichtig. La la, la 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 la. La da 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 da. Metroplex, da haben wir es doch. Metroplex war doch irgendwie alles, oder? War das nicht so? Metroplex. Industriekosten. Prosperity Production and Research Street. Oh, jetzt nur noch Metroplexe bauen. Was wollt ihr von mir? Die Nimuloiden, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich werde
Tut mir leid. Also wir werden Kriege nur auf das Mindestmaß reduzieren, die wirklich wichtig sind. Also, ne? Vergiss es. Wie sieht das eigentlich mit unseren Planeten aus? Haben die alle nichts zu tun? Doch, 7 Tage. Der hat zum Beispiel kein Projekt, warum auch immer. Habe ich hier nichts gebaut? Das ist ja Metroplexe über Metroplexe. Es geht nämlich. Wollte ich gerade sagen, was ist denn hier los, mal? Es ist irgendwie. Ich habe mich schon gewundert, dass gar nichts mehr hier abgeht, aber. No free population. Naja, guck mal, das war der einzige Planet, der schon komplett voll war. Gut, da habe ich ja gesagt, das ist okay. Okay. Ja, langsam wird es wieder besser, hoffe ich. Okay, da wächst doch bald was. So, Stack Beetle 3. Leave Orbit jetzt, ja? Nicht irgendwie wieder alles zerstören, das wäre sehr nett. So, wo haben wir das Ding gebaut hier in Pulveran? Das heißt, weiter zu Smoro. Smorogasha, keine Ahnung, wie das da. So, was wollt ihr jetzt von mir? Seid ihr gewillt, Technologien auszutauschen? Das könnte etwas Gutes bedeuten. Ja, von mir aus. Können wir jetzt bitte eine. Weil wir sind ja eine Allianz. Star System Dings, gib mir mal. Research. Wollt ihr auch? Starline Knowledge, das hat. Nein. Ja, seht ihr mal, ne? Ich muss mich kaum von der Stelle bewegen und schon wird mir die halbe Karte aufgedeckt. Das ist schon mal ganz gut hier. Ich muss mich nicht mehr anstrengen dafür. Gut, dann wollen wir jetzt mal hier Metroplexe über Metroplexe bauen. Und weiter Metroplexe. Wie gesagt, warum sollte ich was anderes bauen? Increase Prosperity, Production and Research Speed. Das ist doch super. Also, das ist doch, ja, wahrscheinlich nicht so viel auf einmal, aber zumindest pushe ich alles. Ja. Joa. Joa. So, Smorgasch, sehr schön. La 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 la. Und weiter geht's mit dem nächsten Metroplexe. Metroplexe. So, jetzt hier, ne? Wollen wir mal wieder ein bisschen Ärger machen, etwas Unruhe in die Diplomatie, Angelegenheiten der anderen Rassen bringen hier. So, zack. Gucken wir mal, was das jetzt noch für Auswirkungen hat. Oh ja, sag mal, was haben wir denn hier alles frei? Das ist ja Wahnsinn. Metroplexe. Ja. So, weitere Metroplexe. Ja, also jetzt hier Metroplex City, ich sag's nur, ne? Also, das nimmt ja gar kein Ende hier. Es ist gut, aber die Dinger sind ja auch nicht schlecht, muss man ehrlich mal sagen, ne? So, nächstes. Jetzt haben wir Short Range Orbital Whopper. Das ist ganz gut, weil ich glaube, das Ding ist einfach eine viel bessere orbitale Verteidigungsanlage, wenn ich mich recht erinnere. Also. Sehr nett, was wollt ihr jetzt von mir? Ja, egal. Ist mir jetzt egal mit den Nimuloiden. Die werden schon nett zu mir sein, oder? Werden sie, ja. Werden sie, hoffentlich. Bitte. Tut mir nichts. Ich bin auch ganz lieb, ja. Also, ich halte mich zurück. So. Auch hier weitere Metroplexes. Kann ja nicht schaden. So. Bam, bam. Badababababab. Ich sehe schon, der ganze Planet wird nur aus Metroplexes bestehen. Aber ja, wie gesagt, also ist halt schon ein gutes Ding, muss man ehrlich mal sagen. Also wenn man sich das mal anguckt, steht ja auch. Er steht nicht da. Konnte man nicht irgendwo. Ne, nicht Pick Location. Man konnte auch irgendwo ein Fragezeichen auch. Ja, ist egal. Wie dem auch sei. Gut, ich würde sagen, wir haben uns so ein bisschen erholt, ja. Also gerade nochmal so Glück gehabt. Hoffen wir, dass sich das in den nächsten Folgen so weiter durchzieht, ne? Unser Glück. Und hoffen wir mal, dass bald mal ein paar Rassen ja ausgelöscht sind, weil dann können wir uns mal ein bisschen, können wir unseren Zug machen, ne? Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.